Geocaching. Wir sind in der Natur. Mit ganz vielen. Wie hieß die nochmal? Vergiss mal nicht, Blümchen. Und wir haben gedacht, wir machen mal so Geocache. Also das heißt, irgendwo hat im Wald hier jemand Dinge versteckt, keine Drogen oder so. Sondern so kleine Boxen. Fotodosen, die sind dann halt eingetaped, damit sie von der Natur her nicht zerstört werden. Und die suchen wir gerade. Und deswegen sind wir hier auf einem Wanderweg. Haben so eine kleine App runtergeladen. Und schauen mal, was wir so finden. Ameisen. Ja, guck mal, wenn du da hin, wenn du dich hier stellst. Ja, die kommen schon. Ja, das Volk der Ameisen, die sorgen dafür, dass der Wald hier, dass hier alles ordentlich bleibt. Die haben mich auch gerade freundlich aufgefordert, zu gehen. In diesem Wald sind unfassbar viele Ameisennester, teilweise riesengroß. Wir haben die Dose gefunden, die Geocache-Dose. Wir zeigen natürlich nicht, wo sie war. Genau, wir zeigen nicht genau. Das macht man nicht mehr. Aber also sind auch keine Drogen oder so. Das ist der Inhalt der Dose und hier sind ein paar kleine, so einen kleinen Schlumpf und andere kleine Dinge, was steht hier? Kolberg 2, welchen Umfang hat der Baum auf Höhe der 7 auf volle Meter aufgerundet? A ist gleich, ich nehme gerne das Tool zur Hilfe. Hier ist noch so ein Cache-Quarter drin. Also die Dose wird hier auch immer wasserdicht verschlossen und so. Official Geocaching Logbuch. Hier steht dann halt, welche Leute hier waren. 10.05. Name Pyvo 1, Lara, Samsam, Alida, mit Uhrzeiten. Hier sind doch freie Einträge. Hier tragen wir uns jetzt auch ein. 12.05. war hier jemand noch. Ne, beziehungsweise 19.05. war das letzte jemand. Dann treiben wir uns jetzt hier auch ein. Ich habe hier noch, wir haben einen Stift mitgebracht. So. Heute ist der 26. Wir waren nämlich vorhin noch wählen. So. 26.05.19. Die Uhrzeit gucken wir gleich nochmal nach, wenn das Video aus ist. Wie wollten wir uns nennen? Dax Fidel. Dax, wir sind das Team Dax Fidel. Dax Fidel, ne? Mhm. Fidel. Dax Fidel. So. Das ist hier. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Da haben wir uns eingetragen, Dax Fidel. So. Und das ist auch hier das offizielle Geocache-Logbuch. Okay. Kannst ausmachen. Oder, Moment, wir haben noch was. Ah, hier ist nämlich das Tool. Mit diesem Tool kann man den Umfang des Baumes messen. Das werden wir jetzt gleich noch machen. Das werden wir dann noch machen, ja. Genau. Ich gehe vor so einer Jagdhütte. Ey, die Dinger sind ganz schön klein. Ich rede mit der Kamera. Die ganz schön kleinen Hütten. Ja. Aber von hier aus wird beobachtet. Und geguckt. Also
Das ist so eine Jagdhütte. Ich würde da niemals auf die Jagd gehen grundsätzlich. Aber von hier aus stehen wir und gucken, was hier so los ist. Okay, ich habe gerade erfahren, das ist ein Jägersteig hier. Seht ihr? Hallo! Hier kann man auch hier winken. Hallo! Ja. Hier kann man sich noch hinsetzen. Eine Sitzmöglichkeit hier. Ups. Metalizer macht alles kaputt hier. Aber von hier aus können wir dann ein Piu-Piu machen nach draußen. Puh. Ja. Ich schieße jetzt mal einen Rudel Hirsche jetzt hier. Mit meiner halbautomatischen M4A1. Läuft. Also pass auf, ich habe jetzt, wir machen wie gesagt Geocaching gerade und wir haben jetzt wir machen eine Route. Das heißt also, man läuft halt mehrere Stationen ab und auf jeder Station gibt es halt so ein paar Fragen. Und wir haben jetzt gerade die zweite Dose gefunden, aber wir filmen sie nicht. Also man kann die wahrscheinlich schon filmen, aber man muss ja nicht alles filmen. Also das ist halt so eine 4,5 Kilometer lange Route und auf dieser Route gibt es mehrere Verstecke. Und das Versteck hier zum Beispiel, das wir jetzt gerade gefunden haben, war fast so in Bodenhöhe. Man sieht hier im Hintergrund, also da ist es übrigens nicht, man sieht im Hintergrund, ist es hier so aufgeschichtet. Und so eine kleine, wie nennt man das denn, so eine kleine Bucht? Nee, wie heißt das hier? Schlucht, so eine Mini-Schlucht. Und da haben wir es jetzt gerade hier gefunden gehabt. Ja, und da sind halt immer so kleine Sachen drin, da kann man auch selber Sachen reinlegen. Also man kann was mitbringen, reinlegen und dann sich was anderes dafür rausnehmen zum Beispiel. Ist ganz cool gemacht. Wir tragen jetzt hier so ein Buch ein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist halt wunderschöne Natur hier, wie ihr es eben gerade schon gesehen habt. Das bringt das alles hier zum Schwingen. Noch zusätzlich. Also einfach den Kopf reinstecken und ein bisschen summen. Das funktioniert. Das hört sich an wie diese Didgeridoos. Kennst du die? Was? Didgeridoos? Ja, ja. Ja, klingt das so? Ja. Kannst du auch mal machen. Ja, also, die Tour heute. Wir haben ein bisschen Geocaching gemacht. Und das war die erste Geocaching-Tour, die wir gemacht haben. Der Handy-Akku war auf einmal leer. Also mein Handy hat wohl ein bisschen Probleme mit dem Akku im Moment. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Wir fahren jetzt zurück, total schön. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne unten in den Kommentaren stehen. Und lasst auch sehr gerne ein Like beim Video da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, weil es gibt demnächst noch mehr Geocache-Folgen, dann drückt den Abonnieren-Button. Vielen Dank, das war mit leiser.